lustiger Roboter. Der Winter ist hier. Die Straßen und Häuser sind mit Schnee bedeckt. Es ist sogar ein wenig frostig. Es ist eine gute Zeit, um aus der Stadt zu fahren, um Ski und Schlitten zu fahren. Ferien sind die beste Zeit, um sich zu entspannen und Sport zu treiben. Handy Andy hat sich entschieden, sich die Urlauber anzuschließen. Hallo Freunde! Schaut euch das schöne Wetter draußen an! Ich liebe Skifahren im Winter. Ich habe schon mein Auto gestartet und aufgewärmt, die Straße vor mein Haus geräumt und meine Skier eingepackt. Los geht's! Wiehu! Ich warte auf meine Freunde. Sie sind gerade auf den Weg. Ich lege meine Skier hier und bin bereit, loszulegen. So, alle sind bereit. Los geht's! Ich bin so froh, dass wir Winterferien haben. Es ist eine gute Gelegenheit, uns zu entspannen, im Schnee zu rollen und die kalte Luft einzuatmen. Cool. Ich kann es kaum erwarten, endlich Ski zu fahren. Obwohl der Bulldozer die Straße geräumt hat, fahren wir langsam. Es schneit noch weiter und meint, dass die Straße nass und rutschig ist. Wenn wir dann nicht schnell reagieren können, wird ein Unfall unvermeidlich sein. Ach nein! Schaut, es schneit noch mehr. Der Schnee ist so dick, dass die Straße kaum sichtbar ist. Wir müssen also langsamer und vorsichtiger fahren. Ah! Das Auto meines Freundes geht im Eis unter. Und das so schnell. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ein Räumfahrzeug kann uns nicht helfen. Er wird es nicht rechtzeitig hierher schaffen. Wir rufen einen Rettungshubschrauber. Hallo! Hallo, ist das der Notdienst? Kommen Sie schnell! Das Auto ist durch das Eis gefallen. Es ist die Straße zur Skipiste. Bitte, beeilt euch! Man braucht einige Sachen auf dem Hubschrauber, für eine schnelle Rettung zu ermöglichen. Erst ein speziell ausgebildetes Team und Medikamente für die Ersthilfe. Er hat ein starkes Hebewerk, um das Auto rauszuziehen. Die Hubschrauberklingen ermöglichen das Fliegen des Hubschraubers. Außerdem hat er auch hinten Klingen, die sich während dem Flug drehen. Schaut! Da ist der Helipad, oben auf das Gebäude. Und ich sehe, wie der Hubschrauber gerade abfliegt. Er fliegt über die Stadt, aber es schneit sehr viel. Und es ist sehr schwer zu sehen. Deswegen fliegt der Hubschrauber langsam. Wir sind nicht sehr weit aus der Stadt gefahren und hoffen, dass der Hubschrauber bald hier ist. Ich kann ihn hören. Ja, hier ist er, genau über uns. Wir sind hier. Hilft uns. Das Auto sinkt in wenigen Minuten. Der Hubschrauber ist über uns und senkt sein Hebewerk. Langsam, langsam, er hat ihn. Jetzt hebt der Hubschrauber das Auto aus dem Eis. Gott sei Dank, meine Freunde sind gerettet. Das Rettungsteam hat es noch rechtzeitig geschafft, um uns zu helfen. Ja! Mein Freund, der Fahrer des Lamborghinis, ist sehr kalt, weil das Auto halb unter Wasser war. Das Rettungsteam wird ihn im Hubschrauber jetzt ins Krankenhaus bringen. Ich rufe den Abschleppwagen, um den Lamborghini in die Werkstatt zu fahren. Gott sei Dank, alles endete gut. Wir gehen ein anderes Mal Skifahren. Das Wichtigste ist, dass alle sicher sind. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Bis bald. Hallo, Freunde. Schaut. Der Abschleppwagen fährt den Peugeot in die Werkstatt. Erinnert euch, dass er bei der Kreuzung in ein anderes Auto gefahren ist. Das Auto fährt nicht, weil es so hart in das andere geprallt ist. Deswegen transportiert der Abschleppwagen das Auto. Hier ist die Werkstatt. Der Abschleppwagen fährt rein, um den Peugeot abzuladen. Wir werden herausfinden,
welche Autoteile kaputt sind und wir wechseln müssen. Das spezielle Hebewerk bringt das Auto wieder runter. Das Hebewerk geht dann zurück auf die Plattform. Danke, Abschleppwagen, für deine Hilfe. Jetzt heben wir den Wagen mit dem speziellen Hebewerk in der Werkstatt. So können wir die beschädigten Teile besser sehen. Wir haben alle Werkzeuge, die wir brauchen für die Reparaturen. Legen wir los. Schauen wir an, was wir reparieren müssen. Die kaputte Stoßstange. Die verbullte Haube. Das kaputte Rad. Und der Seitenspiegel. So, wir müssen alle diese Teile auswechseln. Hier ist die neue Haube und Stoßstange. Aber sie haben eine andere Farbe. Grau. Wir brauchen Grün. Nehmen wir die grüne Farbe und lackieren sie mit der speziellen Spritzpistole. Okay, erst die Stoßstange, dann die Haube. Gute Arbeit! Die Farbe trocknet sehr schnell. Nur wenige Minuten. Das wär's! Jetzt bauen wir die Teile an das Auto an. Wir ersetzen das Rad mit ein neues Rad und wechseln den Seitenspiegel. Okay. Jetzt kann der Wagen wieder runter. Gute Arbeit! Das Auto sieht wieder toll aus, wie neu. Ja! Alles ging so schnell! Jetzt kann der grüne Peugeot wieder fahren. Wir müssen sehr vorsichtig auf der Straße sein und auf Ampeln achten, sodass wir keine Unfälle verursachen. Okay, meine liebe Freunde! Heute besuchten wir die Werkstatt und reparierten das Auto. Wir lackierten die Stoßstange und die Haube. Wir waren wie richtige Mechaniker. Es war interessant, oder? Wir werden mehr Abenteurer haben. Wir sehen uns bald. Ciao! Hallo allerseits! Ich bin's, Handy Andy. Machen wir mit unseren Winterferien weiter. Das Wetter ist toll, also habe ich mich entschieden, Skifahren zu gehen. Oh, mein Auto hat fast kein Benzin mehr. Schaut euch der Zeiger an. Er ist schon im roten Bereich. Das meint, dass ich sehr wenig Benzin im Tank habe. Was soll ich tun? Die nächste Tankstelle ist nicht so nah. Es ist viel einfacher für die Straßenbahn, denn es braucht kein Benzin, sondern Strom. So, was machen wir nun? Ah, ich werde meinen Freund anrufen. Hallo, mein Freund. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe kein Benzin mehr. Kannst du mir zur Tankstelle schleppen? Das Straßenschild sagt, dass in 700 Meter eine Tankstelle gibt. Also nicht weit. Kommst du bald? Ich warte hier auf dich. Vielen Dank. Richtige Freunde sind immer bereit zu helfen, egal wo sie sind. Ich habe Glück, denn mein Freund wohnt nicht weit von hier, also wird er schnell hier sein. Ja, ich kann seinen Motor hören. Ich bin sicher, dass er es ist. Lamborghini ist sicher einen Rennwagen. Ja, mein Freund ist hier. Um meinen Wagen zu schleppen, brauchen wir ein spezielles Seil. Ein Ende kommt vorne bei mir am Wagen und das andere an den Lamborghini. Jetzt kann mein Freund mich schleppen. Zum Glück ist die Tankstelle nicht weit. Boah, macht es Spaß. Los geht's! Tankstelle! Danke für deine Hilfe, meinen Freund. Jetzt machen wir das Seil ab und meinen Freund kann wegfahren. Ich fülle meinen Tank und fahre weiter. So, wir öffnen den Tank und stecken den Tankzapfen rein. Die
Anzeige zeigt dann, wie viel Benzin getankt wird. Hört ihr dieses Geräusch? Der Benzin wird unter Druck aus der Tanksäule in das Auto gespritzt. Super! Der Tank ist jetzt voll. Stellen wir den Tankzapfen wieder zurück und schließen den Tank. Jetzt können wir weiterfahren. Boah! Schaut euch den Tankwagen, der gerade in die Tankstelle ankommt. Ein Tankwagen ist ein LKW, der Benzin an Tankstellen liefert. Es hat einen großen Tank für Benzin. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie und wo das Benzin gelagert wird? Erst bringt der Tankwagen der Benzin zur Tankstelle. Das Benzin kommt durch spezielle Röhre dann in große Tanks, die sich im Boden befinden. Diese Tanks sind an die Tanksäulen verbunden, die wir benutzen, um unsere Autos zu tanken. So, mein Tank ist voll. Fahren wir weiter. Heute hatten wir wieder ein Abenteuer. Es ist gut, dass wir über Tankwagen und Tankstellen gelernt haben. Es war sehr interessant. Ja, ich fahre dann weiter, Freunde. Ciao. Hier ist der Winter, auf den wir alle gewartet haben, mit richtigen Schnee und Frost. Es schneit langsam vor sich hin, die ganze Nacht und den ganzen Tag. Alle Häuser sind mit Schnee bedeckt. Die ganze Stadt ist weiß. Fröhliche Schneeflocken schweben vor sich hin und es beweist, dass Weihnachten und Silvester bald hier sind. Alle Kinder lieben diese Ferien. Das meint, dass wir bald viele Besucher haben werden und viele Geschenke unter den Weihnachtsbaum haben werden. Ich bin sicher, dass ihr auch auf eure Weihnachtsgeschenke freut, oder? Habt ihr schon den Weihnachtsbaum geschmückt? Handy Andy hat sich entschieden, in die Stadt zu fahren, um einen Weihnachtsbaum und den Schmuck zu kaufen. Hallo Freunde! Freut ihr euch auch über den ersten Schnee? Es ist Winter und habe mir einen Geländewagen besorgt. Damit kann ich viel leichter durch den Schnee fahren. Aber heute kann ich nicht in die Stadt, weil es zu viel geschneit hat. Aber ich weiß, was ich machen werde. Ich rufe ein Räumfahrzeug, um die Straßen zu räumen. So können andere Fahrer ohne Probleme in die Stadt. Dieses Fahrzeug ist langsam, weil es gleichzeitig fährt und die Straße räumt. Während wir warten, lasst uns sehen, wie er aussieht und was er machen kann. So, hier ist ein Bulldozer, ein Typ von Räumfahrzeug. Er hat Ketten anstatt Räder. Sie helfen ihm besser, auf sehr verschneiten Straßen zu fahren. Er hat vorne eine große Schaufel. Sie kann sich auch seitwärts bewegen, was es hilft besser, den Schnee zu räumen. Der Schnee wird an der Seite der Straße geschoben. Wow! Schaut, Freunde, wie groß und schwer er ist. Er kann locker einen sehr großen Schneehaufen räumen. Schaut, der Bulldozer eilt sich, um uns zu helfen. Wow, ich bin erstaunt, wie gut und gerade er durch den Schnee fährt. Und schaut, wie die Schaufel den Schnee zur Seite schiebt. Es ist einfach toll. Wir können die saubere Straße hinter dem Bulldozer sehen. Ja! Jetzt kann ich in die Stadt ohne Probleme. Ich hoffe, dass die anderen Straßen auch frei sind. Also, starten wir unser Auto und lassen wir den Motor aufwärmen. Es ist übrigens so kalt draußen. Lass uns losfahren, Freunde. Erinnert euch, ich muss ja einen Weihnachtsbaum und Schmuck für den Baum kaufen, weil es bald Weihnachten ist. Die Straßen in der Stadt sind noch mit Schnee bedeckt. Aber zum Glück fährt der Bulldozer vor uns und räumt die Straße für uns. Ich werde mir einen Weihnachtsbaum suchen. Bis bald, Freunde. Ciao. Hallo, Freunde. Ich fahre nach Hause, um meinen Weihnachtsbaum zu schmücken. Bald ist auch Silvester. Ich muss rechtzeitig mein Haus schmücken. Ich werde diesen Baum am besten Platz stellen und den Schmuck anschalten.
Der Weihnachtsmann wird mein Baum nicht widerstehen können und wird mir Geschenke unter den Baum lassen. Oh, wer ist das, der an der Straßenseite steht und winkt? Vielleicht braucht er Hilfe. Ich werde anhalten. Oh mein Gott! Schaut euch, wer es ist! Ist es nicht Glück? Es ist der Sankt Nikolaus! Ja! Und da sind seine Rentiere und Schlitten. Aber warum hat er hier gestoppt? Und was macht dieser Weihnachtsbaum hier? Oh Freunde, der Weihnachtsmann hat echt ein Problem. Zum Glück habe ich ihn gesehen. Er hat den größten und schönsten Weihnachtsbaum im Wald gefunden. Er wollte es mit seinen Schlitten ins Stadtzentrum bringen. Es würde einen schönen Weihnachtsbaum für die Stadt sein. Aber es stellt sich fest, dass der große Baum zu groß für seinen kleinen Schlitten ist. Was machen wir? Ich glaube, wir müssen einen Evakuator mit einem Plattform rufen. Wir haben einen benutzt, um den Peugeot in die Werkstatt zu bringen. Erinnert euch, er kann große und schwere Sachen transportieren. Hier kommt er. Oh nein, wir können den Baum ohne Hilfe nicht auf die Plattform bringen. Der Baum ist überraschend schwer. Wir brauchen einen Kran, denn der kann sehr schwere Sachen heben. Schaut, ja, der Kran ist hier. So, schaut, der Kran hebt den Baum und lädt ihn auf die Plattform. Langsam und sehr vorsichtig, um die Äste nicht zu beschädigen. Okay, gut gemacht. Der Baum ist jetzt auf der Plattform. Jetzt kann er ohne Probleme zum Stadtzentrum gefahren werden. Der Evakuator fährt langsam und vorsichtig in die Stadt. Jetzt ist der Weihnachtsbaum, wo er hingehört. Wir brauchen den Kran, um den Baum von der Plattform zu heben. Sehr vorsichtig. Bringt der Kran den Baum runter und stellt ihn genau am Stadtzentrum. Gut gemacht! Jetzt kann der Baum geschmückt werden. Wow! Unser Baum ist so schön! Schaut euch die glänzenden und leuchtenden Weihnachtskugeln an. Schaut, wie viele Geschenke unter dem Baum sind. Ja! Nun ist es Weihnachten. Okay, dank dem Evakuator und der Kran haben wir den Weihnachtsmann geholfen. Ohne sie hätten wir es nie geschafft. Schaut euch, was für einen schönen Weihnachtsbaum wir haben. Es ist Zeit, für mich nach Hause zu fahren, um meinen Baum zu schmücken. Schöne Ferien, meine Freunde. Fröhliche Weihnachten. Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst. Wir haben sehr viele interessante Trickfilme.